die Scooterhelden sind wieder am Start. Wir haben schönes Wetter mitgebracht, wir haben Lust, wir haben Laune und wir wollen heute schön was testen. Und ich habe ja gar nichts bei. Doch, wir haben uns was Schönes für euch rausgesucht und da kann der Marcel jetzt mal drauf schwenken. Es werden jetzt viele sagen, endlich stellen Sie mal was von InMotion vor und endlich ist mal wieder ein Einrad dabei. Ja, wir wollten schon die ganze Zeit was machen, InMotion, aber leider sind wir nicht dazu gekommen, aber heute ist es soweit und daher ist das V8 heute dran. Erster Punkt auf der Agenda. Lieferumfang. Was ist alles enthalten? Wichtig schon mal, es kommt super verpackt. Also das hat uns gut gefallen. Das haben wir im Unboxing auch schon mal gezeigt gehabt. Ihr habt ein Ladegerät mit dabei. Ihr habt eine Bedienungsanleitung mit dabei. Die ist auch in Deutsch und in Englisch. Ihr habt eine Warranty Card, also Garantiekarte mit dabei. Finde ich auch schon mal nicht schlecht. Und ihr habt einen Knöchelschutz. Das heißt, wer den montieren möchte, kann das gerne tun. Wir haben ihn jetzt einfach mal weggelassen. Jetzt kommen wir mal auf den wichtigsten Punkt, nämlich InMotion V8. Ja, was mir zuerst auffällt, Quali ist mal ein Hammer. Also das ist wirklich von der Verarbeitungsqualität prima gemacht. Ich hoffe, es kommt rüber auf den Bildern und auf den Detailbildern, die wir gemacht haben. Das ist wirklich hochwertiger Kunststoff. Ihr habt hier richtig schöne rote Ziernähte dran, also so eine Aluminiumringe. Also das macht hier wirklich einen prima Eindruck. Was für viele, denke ich mal, auch entscheidend ist, Abmessung. Also es ist für einen 16 Zoll auf jeden Fall groß. Wir haben 46 cm in der Länge. Wir haben entsprechend 54 in der Höhe. Also das ist schon nicht klein. Und wir haben 15 cm im Durchmesser. Also es ist auch schmal. Somit finde ich es von der Fahrergonomie, finde ich es wirklich prima. Und es ist auch vom Gewicht bei 13,5 Kilo eine super Bench, was ich nicht bei jedem Hersteller sagen kann. Fangen wir mal mit dem On-Off-Schalter an. Ja, das ist jetzt hier nicht ein ganz normaler Druckknopf, sondern das ist ein elektronischer Taster. Bedeutet hier, bei krassen Fahrten oder auch durchs Gelände kann er nicht einfach rausfliegen, wie wir es bei anderen Wheels schon zum Teil hatten, sondern der bleibt immer da, wo er sein sollte. Und ihr könnt darüber mehrere Sachen bedienen, nämlich zum Beispiel auch die Beleuchtung, die dann darüber ein- und ausschalten. Also ihr müsst das nicht immer über die App steuern. Unter dem Griff habt ihr auch gleich einen Handle-Button. Ja, viele werden sich fragen, was ist das? Ja, das hat auch nicht jedes Wheel. Bedeutet, hier könnt ihr einfach das gute Stück anheben. Ich simuliere das jetzt einfach mal. Und es ist dann deaktiviert. Ihr könnt es tragen, ohne dass der Motor durchdreht. Und beim Loslassen ist es sofort wieder aktiviert. Also schönes Gimmick. Könnt ihr aber auch deaktivieren in der App. Also daher lässt sich beides natürlich gestalten. Dann haben wir hier Trolley-Stick. Das ist eine geniale Lösung. Auch bei 13,5 Kilo kann das irgendwann in den Arm gehen. Das heißt, rausziehen und einfach wie einen Trolleykoffer neben sich herziehen, rollen, wenn man öffentliche nutzt oder sonstiges. Und dann einfach wieder einklappen und die wilde Fahrt geht weiter. Ja, jedes Einrad braucht natürlich Strom, das V8 natürlich auch. Und somit haben wir hier entsprechend ganz hinten unten an der Gummierung den dreipoligen Ladestecker. Ja, das heißt, wir haben hier auch ein ganz normales Ladegerät. Beim InMotion ist aber zu erwähnen, wir haben hier 84 Volt Spannungsleistung, also der hat einen 20 Zeller Akku. Und Ladezeit wird so ungefähr 3,5-4 Stunden sein. Reichweite aber auch gut und gerne 30-35 Kilometer. So, klappe ich den mal wieder zu, damit er wegen Nässe, Feuchtigkeit gut geschützt ist.
Nächster Punkt. Beleuchtung. Ja, hat das in Motion. Ne? Ich kann das jetzt einfach mal drehen. Dann seht ihr das auch. Das wird ganz normal über den Druckknopf oben gesteuert. Das heißt, länger gedrückt halten, geht es an, geht es aus. Und hinten habt ihr auch eine Beleuchtung mit dran. Das ist dann aber nur über das Symbol in Motion in Rot. Da können wir mal gucken, ob wir da noch eine dunkle Aufnahme machen, damit ihr das besser seht. Dann haben wir hier schön transparentes Chassis. Somit habt ihr drei LED-Stränge und die könnt ihr dann unterschiedlich programmieren, in welchen Farbkombinationen ihr haben wollt. Finde ich sehr stylisch. Wen es stört, kann es entsprechend deaktivieren, wie ich es jetzt gemacht habe. Und dann ist es raus. Trittflächen, wichtiger Punkt. So, ich klappe hier mal aus. Zack. Ja, das sieht doch schon mal gut aus. Schön ergonomisch geformt, schön groß. Hat hier auch ein Grip Tape drauf. Das heißt, ihr habt hier einen super festen Stand. Also das ist mir gleich aufgefallen. Auch wenn ihr glatte Sohlen habt oder mal Nässe, ist das hier gar kein Thema. Und ich denke mal, Schuhgröße 42 bei mir passt super. 45 geht auf jeden Fall auch. Was aber sehr auffällig ist, ist die Bodenfreiheit. Also ihr seht das vielleicht auf der Kamera. Wir haben hier über 14 cm. Das bedeutet, ihr könnt hier sehr enge Kurven fahren, bevor ihr mit der Pedale aufsetzt. Und das finde ich natürlich von der Fahrdynamik sehr geil. Ja, was für mich ein sehr wichtiger Punkt ist, sind hier die montierten Klappen. Denn in Motion ist wie bei vielen Wheels sehr tief gezogen und das Aufpumpen ist immer eine Qual. Und hier könnt ihr einfach zack aufklappen, könnt das Ventil suchen, anstöpseln, aufpumpen und entsprechend wieder zuklappen. Das finde ich eine geile Idee und macht sich auf jeden Fall sehr gut. Ne? Was wichtig zu erwähnen ist, hatte ich glaube noch gar nicht gesagt, V8 ist natürlich ein 16 Zoller. Das heißt, wir haben ja auch einen ganz normalen Reifen. Luftdruck solltet ihr je nach Gewicht fahren. Ich fahre gerade 2,8 Bar. Aber wenn ihr schwerer seid, 100 Kilo wiegt, dann gut mal gerne 3 Bar oder auch ein bisschen mehr. Ja, die Hardware hatten wir jetzt schon mal gut dabei. Was sagt aber eigentlich die Technik beim V8? Ja, ganz wichtig. Motorleistung fangen wir an. Wir haben hier 800 Watt. Das finde ich natürlich schon beachtlich. Die Peakleistung wird so bei 2000 sein. Das heißt, da geht richtig auch Speed. Wir können eben 30 km/h hier gut erreichen. Ich würde sagen, das muss aber über die App nochmal einstellen. Das wird bei 25 km/h erstmal geregelt sein. App-Applikation kann Marcel dann nochmal einspielen. Da haben wir nämlich einen schönen Trailer gemacht. Die ist ein bisschen tricky. Da müsst ihr schauen, dass das gut funktioniert. Sonst Gewicht 13,5 Kilo. Ja, das finde ich ist prima. Also mal Vergleich auch zum Nineboard mit 14,2 sind wir hier ein bisschen leichter. Dann haben wir Steigrate 25%. Das ist auch schon mal gut. Und wir haben Gewicht vom Fahrer von gut so 120 Kilo, was das in Motion V8 vertragen kann. Sonst Ladezeit liegen wir so bei 3 bis 4 Stunden. Es kommt ein bisschen darauf an, wie tief ihr natürlich runtergefahren habt, denn wir haben hier 480 Wattstunden Akkuleistung. Das finde ich schon mal beachtlich und das bei 84 Volt Spannungsleistung und nicht 67,2 wie die meisten anderen Wheels. Ja, also das denke ich mal schon mal so wichtige Details für euch. Ich würde sagen, ich fahre jetzt noch mal ein bisschen und damit ihr erstmal auch ein paar Fahraufnahmen bekommt und wir nicht nur über den ganzen Teil hier reden, würde ich meinen. Los, komm Marcel, ab geht's. Bevor wir jetzt in den Speedtest übergehen, dachte ich, wir gucken noch mal kurz auf die App, weil ich habe das Telefon sowieso in der Hand und dann können wir noch mal 1-2 Details über die App verlieren. Wie ihr gerade seht, bin ich hier auf SCV gegangen. Das heißt, ihr habt oben schon mal die Anzeige über Trip. Da steht jetzt 0,1 Kilometer und die Geschwindigkeit darunter. Ihr seht jetzt immer, wenn ich es bewege, geht die Geschwindigkeit hoch und runter. Und rechts daneben den Akkustand mit 90%. So, dann eben V8 ist gewählt. Und dann haben wir unten noch drei Buttons mit Connected. Damit könnt ihr es aktivieren, deaktivieren. Turn on ist Beleuchtung vorne und Light Effects, damit könnt ihr sozusagen die Farbeffekte am Wheel entsprechend ändern. Dann könnt ihr einfach rüber sliden und dann habt ihr oben zum Beispiel Mileage-Anzeige, Average Speed, also durchschnittliche Geschwindigkeit oder Diagnose, mal so zum Abrufen. Aber da kann dann Marcel nochmal drauf eingehen, weil da haben wir eben ein Detailvideo gemacht oder besser gesagt der Marcel und da könnt ihr das nochmal schauen. Wir machen auf jeden Fall einen Link in die Detailbeschreibung mit rein, dann könnt ihr da euch gleich draufklicken und euch das anschauen. So, Max Speed haben wir 30 km/h jetzt eingestellt. So, und jetzt würde ich mal sagen, slapp ich rüber und starte mal in die Geschwindigkeit und wir mal sehen, ob wir auch 30 wirklich erreichen. Ab geht er! So, gucken wir mal. Marcel will ein bisschen mitfahren. Ihr seht jetzt 8 km/h, 8,3. Und ich beschleunige jetzt einfach mal hoch. Oh, jetzt wird es ein bisschen windiger. Jetzt haben wir 14, 15. Oh, jetzt kommen wir gut an die
an die 20. Und jetzt wird Marcel gleich weg sein, wahrscheinlich vom Ton, weil ich gebe jetzt ein bisschen mehr Power und will mal schauen, was wir erreichen. So, das waren jetzt 25. Mal drehen, weil wir die ganze Zeit Gegenwind haben. Wir fahren mal runter nochmal in die Richtung, großer. Und wir starten jetzt nochmal los. Machen wir mal 10 km/h. Und Marcel kann uns bis 20 mit dem Nineboard folgen. Und ich beschleunige jetzt nochmal hoch. Und jetzt haben wir 26, 28, 30,4. Ja, und jetzt merke ich auch, dass es tiltet. Also, dass sich das sozusagen mich nach hinten drückt. Sehr schön. Also, haben wir erreicht. Bei 30,4 habe ich gemerkt, wie er mich leicht nach hinten drückt. Und wir werden mal nochmal so einen Roundtest machen, also mal wie viel er frei dreht. Das wäre auch mal, glaube ich, interessant. Das können wir jetzt gleich mal in der Verbindung machen, weil wir das ja auch gerade hier aufnehmen. Das heißt, ich werde mal nicht den Button drücken, sondern ich werde ihn jetzt einfach mal laufen lassen und anheben. Alter Falter, das ging schnell und ist bis auf 44 hochgejagt, bis er in die Notabschaltung gegangen ist. Also das ist, glaube ich, mal ein Argument, wie hoch er drehen kann. Aber wir haben super safe 30 km/h erreicht und jetzt würde ich sagen, gehen wir mal in die Steigung über, ne, was wir so für Steigpassagen noch fahren können. Berg ruft. Ja, ein bisschen ambitioniert. Also mit Schwung geht's, ne? Da musst du es richtig Gas geben. Und es knickt kein bisschen ein. Also du hast keine Bewegung jetzt drin gehabt, das bleibt beim Fahrwerk. Gut, jetzt wiege ich jetzt nur 70, 72 Kilo. Aber ich würde sagen, ich stelle jetzt mal den Marcel drauf und der fährt mal ein bisschen. Hm? Los geht's. Vom InMotion V8. Ja, wir sind jetzt hier schöne 3 Stunden unterwegs gewesen, sind jetzt hier hoch und runter gefahren, Rasen, Sand, Steigungen, Speed und für mich muss ich sagen, InMotion V8, also ich sag mal schon von der Verarbeitungsqualität wirklich sehr gut. Es ist meines Erachtens mit einem Ninebot von der Haptik, Optik super zu vergleichen, nur dass es natürlich jetzt schon eine Beleuchtung drin hat, dass es einen Trolley-Stick hat, dass ich es nicht tragen muss. Gut, 13,5 Kilo ist auch eine Ansage, finde ich für die Größe wirklich gut, wirklich genial. Und dass es natürlich einen Handoff-Button hat, also dass ich es anheben kann, ohne dass jetzt hier das Rad irgendwie durchdreht. Sonst Steigungen haben wir gut die 25% geschafft, ohne dass das Ding irgendwie am Einknicken ist. Ich konnte 30 km/h solide beschleunigen. Wo ich mich ein bisschen dran gewöhnen musste, ist diese höheren Pedale. Das ist nicht ganz meins, muss ich ehrlich sagen, aber man gewöhnt sich dran. Also wenn man damit ein bisschen gefahren ist,
ist es nichts, als ob man was anderes gefahren ist. Und das Schöne ist, man hat ja vielleicht mal gesehen, so in diesen Rundungen, in den Kurven, man kriegt es dadurch aber super eng in die Kurven gelegt, ohne dass man mit den Pedalen aufsetzt oder dann irgendwo hängen bleiben kann. Also Fazit von meiner Seite aus, ein geniales Rad, super Gewicht, super Leistung, schöne Haptik, schöne Optik. Prima Qualität und ich würde sagen, ist eins der besten 16er, was es derzeit am Markt zu kaufen gibt. Ja, sonst, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, es hat euch informiert. Guckt gerne weitere Videos von uns. Wir haben ja nochmal eine App-Applikation als Video gemacht, da könnt ihr auch nochmal reinschauen. Sonst, wenn ihr Fragen habt, ruft uns an, schreibt uns eine Mail und ihr könnt euch freuen, denn demnächst werden noch neue Tests gestartet werden und sozusagen folgen. Und ich denke mal, wir werden das schöne Wetter jetzt noch nutzen und noch ein bisschen unterwegs sein. Ne? Also bis demnächst, eure Scooterhelden hier in Berlin. Euch hat das Video gefallen? Na dann haben die Scooterhelden hier alles richtig gemacht. Jetzt musst du alles richtig machen und unseren Kanal abonnieren. Nähere Informationen zu den Scooterhelden findest du auf Facebook, Twitter, Google+ und Instagram. Also vergiss nicht, beim nächsten Mal wieder einzuschalten, wenn es heißt, die Scooterhelden sind mal wieder unterwegs. Und das schneller, als man denkt.